Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Seit über 70 Jahren gibt es das Pfingstjugendtreffen in Aidlingen. Veranstaltet wird es vom dort ansässigen Diakonissen Mutterhaus. In diesem Jahr gab es erstmals eine Kooperation mit der Missionsbewegung Campus für Christus aus Deutschland und den Vertretern aus der Schweiz. Bei dem jährlich ausgetragenen Treffen können laut Schwester Caroline Hornberger junge Menschen Gott begegnen und Gemeinschaft untereinander erleben. Also wir nehmen wahr, dass die Jugendlichen einfach auch Ängste vor der Zukunft haben. Das kann man ja immer wieder auch wahrnehmen. Das Thema Identität ist einfach typisch für Jugendphase wichtig und darin einfach auch eine große Orientierungslosigkeit. Und deswegen ist es uns wichtig, Orientierung zu bieten. Wie kann es gehen, dass ich mein Leben in den einzelnen Fragen lebe als Christ? Darüber hinaus soll das Pfingstjugendtreffen jungen Menschen auch Sicherheit vermitteln, worauf das diesjährige Motto der Veranstaltung SAFE hinweist, wie der Leiter von Campus für Christus Schweiz, Andreas Bopphardt, erklärt. In der Jugendkultur wird dieses Wort immer wieder mal verwendet. Also man sagt, hey, safe, kommst du heute? Ja, safe, komm, hast du, geht klar, ja, sicher bin ich dabei. Und wir wollten da auch auf die Ängste und so ein bisschen die großen Nöte und Unsicherheiten reagieren, die wir in einer jungen Generation sehen, die wir aber auch sehen bei vielen Generationen, die durch die letzten Jahre auch so ein bisschen hochgekocht ist. Und da wollen wir sagen, hey, es ist nicht alles sicher im Leben, aber es gibt Dinge, die können wir greifen, die sind safe, die sind sicher. Und da möchten wir eigentlich den Jungen so eine Kontrabewegung geben gegen all diese Ängste und Sorgen, die sie haben, sagen, hey, greif das ist safe, das gibt dir Sicherheit. Die Schwestern in Aidlingen haben sich mit Blick auf die Zukunft für die Zusammenarbeit mit Campus für Christus entschieden. Also wir haben als Schwestern gemerkt, dass wir die Arbeitsbereiche, die wir bisher gemacht haben, nicht mehr alleine weitermachen können. Und zum anderen ist es uns wichtig, einfach auch an den Jugendlichen dran zu sein und haben dann geschaut, mit wem können wir gemeinsam das machen. Und Campus ist einfach nah an den Jugendlichen dran, hat Erfahrungen in Großveranstaltungen. Wie Gott jungen Menschen Sicherheit vermitteln kann, erklärt noch einmal Andreas Bopphardt. Ich glaube, die Sicherheit ist eben nicht da drin, dass mir nichts passieren kann. Das wäre ein Affront gegenüber all den Menschen, die wegen dem Glauben auch sterben oder verfolgt werden. Sondern die Sicherheit ist, dass Gott sicher bei mir ist, dass er versprochen hat, er ist bei mir. Und in den Dingen, die mir geschehen, ist Gott bei mir. Und das ist so das, was wir auch hier vermitteln möchten. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald. Thank you.